Grüningen liegt am Übergang der Baar in den Schwarzwald. Das Dorf ist eingebettet in eine reizvolle Landschaft. Die auf dem höchsten Punkt gelegene Mauritiuskirche aus dem 13. Jahrhundert ist ein weithin sichtbarer Blickfang. Dank der guten Nahverkehrsverbindung entwickelt sich das ehemalige Bauerndorf im unteren Brigachtal mehr und mehr zu einer Wohngemeinde. Grüningen ist familienfreundlich und hat neben einer Grundschule auch einen Kindergarten im Angebot. Der ganze Stolz des Dorfes ist die nagelneue Haselbuck-Halle. Der Mehrzweckbau ist bau- und umwelttechnisch auf dem neuesten Stand und bietet Vereinen viele Nutzungsmöglichkeiten. Also unsere Halle wird genutzt von allen örtlichen Vereinen, sei es der Musikverein mit dem jährlichen Jahreskonzert, den Hexen für den Hexenball. Also wir vom Turnverein sind wahnsinnig froh, dass wir endlich diese neue Halle haben nach so langer Wartezeit. Also hier trainiert zum ersten unsere Tischtennisabteilung mit 3 Mannschaften und mit einer Jugendmannschaft. Dann haben wir 3 verschiedene Frauengymnastikgruppen, die hier drin ihre Stunde abhalten. Wir haben eine Männerturnstunde hier und wir haben zwischen 3 und 4, je nach Alter, Jugendturnstunde hier in der Halle. Ja, die Haselbuck-Halle, die ist auf dem aktuellsten, neuesten Stand, was die technische Ausstattung anbelangt. Unser Sportverein zum Beispiel macht mindestens 2-mal im Jahr eine Comedy-Veranstaltung, wo namhafte Künstler kommen. Es ist alles möglich, man kann reine Bestuhlung machen. Wir haben aber auch hier Tische und Stühle, sodass wir über 300 Gäste durchaus bewirten können. Ja, und natürlich neben allen örtlichen Vereinen nutzt auch unsere Grundschule und Kindergarten für den Schulsport unsere neue Haselbuck-Halle. Zu erwähnen ist natürlich auch, dass unser FC 1921 Grüningen von außen die Umkleiden und Duschen zugänglich gemacht bekommen hat. Also auf unsere neue Haselbuck-Halle hier in Grüningen sind wir sehr stolz. In Grüningen leben 800 Menschen. 2% davon stammen aus Kambodscha und haben im unteren Brigachtal vor Jahrzehnten eine neue Heimat gefunden. Die Ursache dafür ist eine engagierte Entscheidung des Lehrerehepaars Ingfried und Annegret Löhr, die beide über 30 Jahre an der Grüninger Schule unterrichteten. Also ich saß da auf der Couch und habe Zeitung gelesen. Da stand: Das Rote Kreuz sucht Pflegeeltern. Sie hatten 107 Kinder aus Kambodscha nach Deutschland geholt, bei denen man die Eltern nicht mehr gefunden hatte. Das waren 6- bis 12-Jährige. Unsere Jungs waren 10 und 12 Jahre. Da haben wir gedacht, also ein drittes Kind wäre auch noch möglich, aber nur ein Junge, weil wir kein extra Kinderzimmer mehr hatten. Aber weil wir beide Lehrer waren, hat man uns wohl zugetraut, dass man ein Kind schulisch fördern kann. Ich habe mit dem Chi jeden Tag gelernt. Und mit guter häuslicher Nachhilfe kam er dann auf die Hauptschule. Da war er ein Jahr. Dann konnte er zur Realschule aufsteigen. Und dort hat er dann die mittlere Reife gemacht und weiter eine Berufsausbildung. Man konnte die Kinder anfangs nicht adoptieren, weil ja nicht klar war, ob man noch Eltern findet, ob die gestorben sind oder man konnte sie nur in Pflege nehmen. Und der Chi, der ging dann später auch nach Kambodscha und hat seinen Vater wieder getroffen. Und der Vater hat uns dann praktisch sein Kind, wie soll ich sagen, anvertraut. Er hat einen Brief mitgegeben, in dem er geschrieben hat, dass er uns seinen Sohn übergibt. Und der Chi hat sich auch sehr nett in die Familie eingepasst und wir hatten natürlich auch sehr viel Kontakt mit seinen Freunden, mit seinen Landsleuten. 1995 kamen dann der Lin und der Pan dazu und noch später der Schwager vom Chi aus Berlin. Und wie gesagt, alle haben praktisch hier ihre Arbeit gefunden. Grüningen hat 800 Einwohner. Und 2% davon sind Kambodschaner. Der Musikverein Grüningen feierte im letzten Jahr sein 60-jähriges Bestehen und ist einer der wichtigen Vereine im Dorf. Es gibt mehrere Musikformationen. Das Gesamtorchester, die Spielgemeinschaft der Jugendkapelle mit Aufen und Wolterdingen,
das Vororchester und das Mini-Orchester, die Musikwerkstatt an der Grundschule und das Kindergartenprojekt Musik macht uns stark. Die Formation Heiligsblechle und Co. ist weit über die Stadtgrenze hinaus beliebt. Aktive Mitglieder aktuell auf dem Blatt Papier sind 70 aktive Bläser und Schlagzeuger. Wir haben insgesamt unter Instrumente und in Ausbildung sind wir insgesamt 116 Personen. Die Bläserjugend ist die eigenständige Jugendabteilung vom Musikverein. Wir sind ganz froh, dass die Jugendarbeit die letzten Jahre gute Früchte getragen hat. Die Kinder fangen wirklich dann in der gefühlt ca. 2., 3. Klasse, manche auch schon ein bisschen früher, mit den Instrumenten des Blasmusikvereins an. Wir unterrichten nur noch mit 1 bis 2 Personen selber. Wir haben von unserer Struktur und Strategie schon eine langjährige Partnerschaft mit der Musikschule Donaueschingen, die uns zu 90% die Unterrichtsgeschichte übernimmt. Eine große Aufgabe von meiner Arbeit und von meinem Team ist natürlich auch, wie der Herr Bulli jetzt gerade gesagt hat, wenn die Kinder in der Musik integriert werden sollen. Wir haben einen Altersunterschied. Der älteste Musiker ist 82 und die jüngste, wo aktiv wo in der großen Gruppe Musik ist, ist 13. Und das ist natürlich eine große Spanne und alle muss man bei Laune halten. Das heißt also, wir brauchen natürlich das ganze Jahr Aktivitäten, um alle einigermaßen zu befriedigen und zu beschäftigen. Dazu kommt natürlich auch noch das Musikalische, wo der Dirigent ja hier zuständig ist und er dann gucken muss, dass hier die Probe und die Auftritte hier für alle sozusagen ein wenig Ziel darstellen. Wenn wir an Fasnacht natürlich unterwegs sind mit der großen Kapelle, dann ist das am Umzug. So in der Stadt Donaueschingen oder ein Fasnachtsverein hat ein Jubiläum, wo wir unsere Hexenzunft natürlich einmal im Jahr begleitet. Wenn es dann an Fasnacht richtig heiß werden soll am Abend und Stimmung und so Sachen, dann haben wir natürlich unsere eigene Truppe und das ist unsere Abteilung Heiligsblechle. Wir wollen für Stimmung und Spaß sorgen bei unseren Auftritten und ein bisschen lustig sein miteinander. Wir sind entstanden in den 80er Jahren an der Fasnachtszeit. Einige wenige haben sich dort getroffen und begleiteten die örtlichen Vereine an Fasnacht. Später wurde die Gruppe dann größer. Im Jahr 2016 haben wir den Namen Heiligsblechle & Co. kreiert. Wir spielen sind sehr viel in Donaueschingen an der Fasnacht unterwegs, in Villingen in den Fasnachtsstüble am Fasnachtdienstag, in Eichstätten am Weinfest alle 2 Jahre und bei bekannten Nachbarvereinen oder an Geburtstag spielen wir auf, so wie wir engagiert werden.